Also mein Name ist Heinrich Achatz, ich bin Gründer und Inhaber der Heinrichs Kaffeemanufaktur. Der Name leitet sich eigentlich ganz einfach von meinem Vornamen ab. Geboren bin ich im Bayerischen Wald in Rinschnach und bin seit fast 30 Jahren in der Kaffeebranche tätig. Kaffee produzieren wir hier komplett selber. Das heißt vom Einkauf über die Röstung, praktisch über die Verpackung, über die Etikettierung bis zum fertigen Endprodukt. Jetzt sind wir in der Schatzkammer der Heinrichs Kaffeemanufaktur im sogenannten Rohkaffeelager. Hier lagern wir unseren ganzen Rohkaffee, den wir dann zum Veredeln bzw. Rösten brauchen. Der Niederbayer ist ein weltoffener Mensch aus meiner Sicht. Der trinkt sowohl den klassischen Filterkaffee als auch einen Espresso bzw. French Press. Der Niederbayer hat in den letzten 20 Jahren extrem aufgeholt, was Espresso anbetrifft, weltoffen geworden. Da haben manche Länder, sage ich mal, inzwischen das Nachsehen. Also Golfen finde ich sensationell, weil das zwingt dich dazu, dass du einen klaren Kopf kriegst, weil sonst triffst du keinen Ball. Mein zweites Hobby ist Motorradfahren. Wir fahren jetzt seit 2010, sind wir zu dritt und wir fahren immer so in der letzten Juniwoche, wenn es möglich ist, 8-9 Tagestour und meistens in den Ostblock, sprich Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien, Schwarzes Meer, was man heute so davon kann auf 8-9 Tage und wieder heimkommen. Ja, ich bin ein gebürtiger Weidler, wohne aber seit meinem 19. Lebensjahr im Landkreis Deggendorf. Ich finde, Deggendorf ist absolut lebenswert, überschaubar, hat alles, was man braucht und das gefällt mir. Also für mich war das nie eine Diskussion, ich bin da daheim. Also warum sollte ich da irgendwo anders eine Kaffeerösterei eröffnen? Das war für mich nie ein Thema. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht, ob das ein Standortvorteil ist oder nicht. Ich habe das einfach gemacht, weil das für mich klar war.